Guten Morgen. Relativ viel Verkehr hier oberhalb von Chur. Wir verlassen die Hauptstadt des Kantons Graubünden Richtung Süden. Erster Stopp, erstes Tagesziel, der Albula Pass. Lenzer Heide. Ja, Korrektur Lenzer Heide. Ciao, Chur! Es sind noch 8 Kilometer bis zum ersten Stopp, Lenzer Heide. Wir jagen zu dritt den Thomas. Reduktion auf das Wesentliche. Treten, die Atmung spüren, die Leistung beibehalten, nicht untergehen. Knappe 6 Kilometer bis Lenzer Heide und ich bin im Raubtiermodus. Oh Mann. Fuck off. Hoah, das war hart. 14 Kilometer, 1000 Höhenmeter, 50 Meter hinter dem Hotel ging's los. Halleluja! Platz 3 für mich an der ersten Bergwertung. Puh. Lenzer Heide, aktuell Austragungsort des UCI Mountainbike Weltcups. Gruppe 1 fährt weiter. Auf zum Albula Pass. Weltwirtschaftstreffen, Davos, 33 Kilometer. Eine fantastische Schieferung hier. Und man sieht die perfekte Faltung. Wie ein zusammengeknülltes Buch. Ich wollte gerade drei Mountainbiker überholen. Die sind da vorn. Und da hätte ich natürlich unseren tollen Essensbus übersehen. Philipp bereitet gerade noch die Reste vor. Traumhaft. Also ja, die restlichen frischen Sachen. Großartig. Dort oben fahren wir gleich lang. Aufstieg zum Albula. Auf der Flucht vor dem Regen, immer weiter Richtung Süden. Hoffentlich bleibt das am Pass hängen.
Dafür muss man anhalten. Der Albula Pass ist mit Abstand das härteste, was ich bis jetzt gefahren bin. Deutlich außerhalb meiner Komfortzone und ihr wisst, ich verlasse diese Zone sehr, sehr ungern. Aktuell Platz 3 und ich glaube, besser wird es auch nicht mehr. Da vorne fährt Dieter. Ja, müsste ich jetzt wirklich alle Körner rausblasen, um ihn noch zu holen. Ausgesetztes Fahren im Hochgebirge. Und wer genau hinhört, der kann die Warnrufe der Murmeltiere vernehmen. Ich würde sagen, immer der Hochspannungsleitung nach. Die wird über den Pass führen. Albula. Ja. Yeah. Juhu. Hier ist Thomas, der Champ. Ich könnte mir gerade kein schöneres Hintergrundbild vorstellen. Albula Pass zum allerersten Mal. Total fertig, total happy. Ah ja, und die Locals interessiert es natürlich nicht. Liebe Grüße nach Deutschland. Bye bye Albula. Es geht weiter zum Bernina Pass. Willkommen in Pontresina. Eigentlich ist hier unser Hotel, aber wie das so ist, man nennt es, glaube ich, Training. Wir fahren jetzt noch 15 Kilometer auf den Bernina Pass. Hinter uns.
Aber kämpft. Wahnsinnserlebnis. Aber jetzt ab ins Hotel. Es soll dort einen Whirlpool geben, habe ich mir sagen lassen. Na, ob das stimmt? So Leute, jetzt muss ich noch ein weltbekanntes Bild. Die Rätische Bahn. Traumhaft. Ein genialer Tag endet mit diesem Ausblick.